In den weiteren Übungen möchten wir, dass ihr diese Unterlage mit einsetzt. Sie soll euch als Orientierungshilfe dienen. Welche unbestreitbare Wirklichkeiten kann ich denn so formulieren, mit denen ich direkt auf die 12 ziele? Das ist eine Sammlung, nicht aller höheren Werte, sondern nur Beispiele, das sind Auszüge. Und ich lasse euch jetzt mal selbst den Unterschied spüren, indem ich euch ein paar Fragen stelle. Ihr werdet eigene Feststellungen vornehmen. Hand hoch, wem ist Profit? Er ist Unternehmer, Verkäufer. Wem ist Profit wichtig? Wenn ich dir gegen diesen Profit Ruhe anbiete, stressfreies Leben, Ausgeglichenheit, bei sich sein. Wer würde gerne gegen Ruhe im Leben tauschen? Gut, das ist eine eindeutige Aussage. Jetzt fragt man sich natürlich, hä? Wieso sprechen die Verkäufer von Profit? Macht das irgendeinen Sinn? Jetzt nicht mehr. Zeit. Wer möchte Zeit sparen? Hand hoch. Prima, sind alle dabei. Wenn ich dir sage, es bleibt alles, wie es ist, so hektisch, so anstrengend teilweise, so unterhaltsam. Wenn wir das mit der Zeit zurückziehen und ich gebe euch dafür Liebe in jeder Stunde, auch wenn die Zeit genauso verstreicht wie heute. Wer möchte Zeit gegen Liebe eintauschen? Eindeutig. Ich besorg's euch einfach schneller. Alles läuft viel schneller. Ich beschaffe euch ABCDE in größerer Geschwindigkeit. Sie haben in schnellerer Zeit ABCDE. Und dann kommt der Steen und sagt, Moment, ich habe was Besseres dabei. Wer möchte denn gerne mehr Vertrauen, gegenseitiges? Und dann haben wir noch das schöne geflügelte Wort Qualität. Damit wird ja um sich gedroschen. Wir haben die beste Qualität dies, wir sind die Besten da, wir sind die Tollsten, die Kühnsten, die Abermalsten. Und wir sind super ausgezeichnet. Wem ist Qualität grundsätzlich wichtig? Gut, ich sage euch, alles bleibt so fehlerhaft wie jetzt. Und ihr werdet das eine oder andere einfach wegwerfen und euch mal kurz ärgern, dass es eben zum Fenster hinausgeworfen wurde, dieses Geld. Ich gebe euch dafür ununterbrochene, jederzeit lieferbare Zärtlichkeit. Wer tauscht? Gut, da sind ein paar dabei, die haben vermutlich... Bitte? Ich meine, ich gebe euch keine Zärtlichkeit, sondern ich sorge dafür, dass euer Umfeld und ihr selbst in absoluter, ständiger Zärtlichkeit miteinander umgehen könnt. Wer tauscht? Gut, dann haben wir auch... Gut, also ich gebe euch Zärtlichkeit. Aber es ist erstaunlich, wie viele Leute sich von mir befummeln lassen würden. Also, ist okay. Gut, also ihr habt selbst gesehen... Diese Begriffe sind nichts weiter als leblose Substantive, die erklären, worüber sich die Mehrheit der Gesellschaft einig zu sein scheint. Das sind hohle Phrasen. Das sind die Verständigungsschnipsel. Ja, wenn man irgendwas sagen will. Die Frage ist zwar, was genau mit Qualität gemeint ist, aber im Grunde genommen ist ein Verkäufer, der diese Dinge noch benutzt, weit hinter seinen Möglichkeiten, weil seine Pfeile an der Hausmauer abprallen. Die gehen nicht mal durchs offene Fenster, weil da drin sitzen Menschen, die möchten höhere Werte wie Ruhe, Liebe, Vertrauen und Zärtlichkeit. Jetzt kannst du natürlich in der Kaltakquise, kannst du sagen, hey, guten Tag, mein Name ist Bayreuther. Nun, um was geht's? Nun, ich möchte Ihnen ein bisschen Ruhe geben, ein bisschen Liebe, Vertrauen und Zärtlichkeit. Ja. Natürlich sind auch das wieder nur Stellvertreter, die höhere Werte beschreiben.
wenn ich jemanden anrufe und sage, ich möchte, dass sie sich in mich verlieben, das haben wir auch schon präsentiert, ja, was, um was geht es? Nun, ich möchte, dass sie sich schlagartig in unser Produkt verlieben. Oh, dann war er durch das Wort Liebe schon etwas konsterniert, aber aufgeschlossen. Liebe ist ein Trigger. Gut, wir wissen, dass Liebe dahinter steht. Wir werden das anders formulieren. Insbesondere in einer der nächsten Module, wenn es um Nutzenformulierung geht, wird es eine große Rolle spielen. Wie verpacken wir denn die höheren Werte, dass wir nicht gleich auf überforderte Gesprächspartner stoßen? Guten Tag, um was geht's? Nun, ich möchte Ihnen Vertrauen schenken und ich möchte, dass Sie mir Ihres im Gegenzug schenken. Wie klingt das für Sie? Einer völlig fremden Person mein Vertrauen anvertrauen und dafür bekomme ich von ihr das Vertrauen? Ja, wer ist denn das eigentlich? Damit kann ich also nicht viel erreichen. Und wenn ich sage, nun, ich möchte Ihnen Zärtlichkeit spenden. Wieso? Ja, wir haben neulich ein Training gemacht, die Mehrheit wollte, dass ich Sie zärtlich berühre. Das kann zu Komplikationen führen und auch nicht jeder möchte geliebt werden und schon gar nicht von jedem. Das möchten wir nur mit bestimmten Menschen unter bestimmten Voraussetzungen teilen. Also braucht es da Verpackungen. Was wir in den unbestreitbaren Wirklichkeiten schon mal erlernen. Nun, ich kann mir sehr gut vorstellen, lieber Unternehmer, dass es in Ihrem Unternehmen super läuft. Allerdings gibt es schon den ein oder anderen Augenblick, da hätten Sie sich gerne mehr Ruhe gewünscht und Betriebsfrieden, oder? Anstatt nur klingelnde Kassen, nicht wahr? Da gab es Momente, da haben sie sich gedacht, was würde ich jetzt dafür geben, wenn ich das Finanzamt gegen Liebe eintauschen könnte. Nicht wahr? Und mal ganz im Vertrauen. Ist es als Unternehmer nicht grundsätzlich so, dass sie ständig darauf angewiesen sind, zu vertrauen? Und ich rufe jetzt hier an und verlange von Ihnen eine halbe Stunde Ihrer kostbaren Zeit und benehme mich, als sei das selbstverständlich. Nein, ich muss mir am Telefon erstmal das Vertrauen erarbeiten oder sehe ich das vollkommen falsch? Und wenn wir mal über Zärtlichkeit im Verkauf sprechen, ich weiß, das klingt jetzt weit, weit ausgeholt und vielleicht ein kleines bisschen lächerlich. Wenn sich ein Produkt von Beginn an gut anfühlt, wollen wir dann nicht mal reinschlüpfen? So zur Probe. Komm, wir ziehen uns mal den Pullover drüber. Wir machen mal die halbe Stunde und schauen uns dieses Kaschmir-Angebot an, das sich jetzt schon so gut anfühlt. Und wie viele Produkte gibt es denn, die hineinpoltern und Ihnen alles versprechen? Die große Ruhe, die große Liebe und das große Vertrauen. Und anschließend werden sie von Preisen geprügelt. Und der Service verursacht Schmerzen. Ist das Zärtlichkeit? Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Punkt, Punkt, Punkt. Ihr habt es alle schon mal so oder so ähnlich ausprobiert. Vielleicht der eine sogar bewusst, hat bestimmte Substantive oder bestimmte höhere Werte konkret angesprochen. Hey, die Menschen schnappen bald über oder fast über, wenn du diese Dinge benutzt. In jeder Klasse wird gefühlt, egal ob er ein Doktor ist, ein Milliardär oder ein ganz einfacher Hubschraubermonteur und ein Essenkehrer, ein Schornsteinfeger. Ja? Also, ist klar, was sind höhere Werte? Das haben wir besprochen. Deutlicher geht es nicht. Es geht nicht um Geld. Die Menschheit auf diesem Planeten opfert sich vielfach für die Dinge auf, für die es sich zu leben lohnt. Und das ist nicht Profit, nicht die Zeit, nicht die Geschwindigkeit und die Qualität. Obwohl Zeit kostbar ist, da sind wir uns einig. Aber was nützt es denn, wenn du lange lebst und du wirst ständig gestört, gehasst, enttäuscht und verprügelt?